bei den Bau würde ich gar nicht so viel Wert darauf nehmen, was alles rumliegt, sondern wirklich direkt schauen, dass du zu dem Monster kommst. Wir werden noch in so viele Bau gehen. Baue. Links. Also mir rechts, Entschuldigung. Ist schon okay. So ist das Hollandaise. Da tue ich nur hier die Kleinigkeiten noch einmal mitnehmen. Pilze. Okay. Ah. Das ist ein Welle-Siedlerung. Nein. Ja, was nimmt das mit? Weil jetzt von 1. Ja, aber man, das ist halt jetzt ein. Ein Bulldog, ne? Ja. Fashion Hunter. Okay. Okay, let's go. Du musst auf jeden Fall das Level von den Punkten nehmen. Das noch ein bisschen hochtragen muss. Ja. Die machen Kraft. Oder? Ich glaube, die machen Kraft. Nee, die machen Kraft. Scheiße. Sieht aber nicht so technisch aus, wenn die Kraft geschaut. Die sterben sehr grausam. Ja. Welchen Level hat der Punkt jetzt? Hi. Haben wir schon drei, cool. Du kannst auch da unten hingehen, da gibt es nicht was zum Zertrümmern und der Jan guckt und kann zertrümmern. Mhm. That's a great idea. Ja. Echt? Ja, ich mag die Wedel zusammen. Nee, doch, das ist doch was. Die machen Geschwindigkeit. Greif den anderen. Vergiss du? Ja. Boah, ist das mal gut. Heute ist die Platte. Heute war so viel Action in unserer Stadt. Da muss ich vielleicht, kommt nie von heute, dann muss ich die von heute auf jeden Fall noch ansprechen, ob der... Komisch. Schwanzdreher. Das ist der... Das könnte sein, dass das der AOE ist. Feuerballjunge! So ein Feuerballjunge. Kannst du dann gleich mal ausprobieren mit dem Oogie Boogie. So, jetzt gucken wir mal da. Ich glaube, ich kann einfach A klicken und dann wechselt der selbst. Yes. Schatztruhe. Jetzt fühle ich. Verkaufamulett, das heißt, da kriegen wir wahrscheinlich mehr Geld, wenn wir das verkaufen. Jetzt fühle ich mich ein bisschen wie ein Pirat. Wenn du ein Monster reitest, das suchen kann, drücke B, um die Gegend nach Pflanzen, Käfern etc. abzusuchen. Je nach Monster können verschiedene Dinge entdeckt werden. Suchfähigkeiten von anderen Monsters in deiner Gruppe werden ebenfalls aktiviert. Ach krass, der B. Siehst du? Ja. Ausweichen und fliehen, da ist ein bisschen... Kann ich, Mann. Hast du eigentlich schon einen an? Nee. Ausrüstung wahrscheinlich irgendwo, ja genau. Nee, hast du nicht. Was ist das, wenn... Und gesünder. Hier weicht manchmal Angriffen von Gegnern aus, außer Konfrontation oder Bindungsfähigkeiten. Erhöht weiche Ausrüstung. Was? Nehmen wir das mal. Würde ich auch sagen, ja. So. Was ist eine Aufgabe? Begib dich zum Wald des Wächterradar. Genau. Wir hatten jetzt den Puki Puki, besiegt. Und jetzt sollen wir da mal hingucken. Können wir das wahrscheinlich wieder machen? Haben wir schon. Ich glaube, doch ein Kutku jetzt, ne? Ja. Aber Poki Poki kriegt trotzdem EP. Du kannst übrigens mit dem Voldrome reiten, das geht schneller.
Wie wechsle ich denn hier? Ich glaube, das geht einfach so auch irgendwie. Da hat er vorgehen. Wie? Ja, beim Laufen halt die Fähigkeit nutzen. Ja. Wenn du ein Monster reitest, das Ansturm benutzen kann, drücke B, um es mit sehr hoher Geschwindigkeit laufen zu lassen. Yes. Ah, das ist ein Gegner. Hatten wir eine kalte Meckerin. Okay, hören wir auf zu laufen. Danke. Aber jetzt Ansturm dann nicht geil, macht er die nicht einfach. Damage oder so? Es kann sein, ja. So ein Schwein. Oh, Zicker. Ja, so gut. Jetzt ist er rot. Ich mach das drauf. Das gewesen. Gibt's hat Puki Puki was bekommen? Ja, ne? Mhm. Also ja, der hat auch ein Spiel bekommen, klar. Aber halt nicht, ja. Wenn man das nicht kann. Ich weiß nicht, ob das so bringt. Nee. Ich darf nicht spielen. Boah, das ist einfach gar keine Idee geworden. Jetzt ist es 20 Uhr. Ich fühle mich jetzt erst 10 oder so. Schon wieder ein Goldener. Aber was bringen die Goldenen eigentlich? Die machen doch. Was bringen die? Ja, dass die Eier besser sind oder nicht. Cherubim, guten Abend. Wie ergeht es dir, Cherubim? Oh. Hallo, Cherubim. Na, wie war dein Tag? Oh. Hast du einen entspannten Samstag? Ich muss das Monster eintauschen. Wie halt den? Ja, aber lieber ran war, weil sonst. Ja, okay. Wird schwierig. War gut und selbst wir waren heute zufällig bei der Buchhandlung und dort gab es ein Anime-Quiz. Und da haben wir mitgemacht. Haben wir uns gerockt. Und also, es war eigentlich nur ein Blatt Papier und da musste man halt so 10 Fragen beantworten. Und dann durfte man sich einen Preis aussuchen. Möchtest du erraten, was unser Preis war? Buchgutschein, oh, schön wär's gewesen, Jolly, schön wär's gewesen. Sagt mit schlechtem Raten. Wir durften uns Poster aussuchen und da Manga-Tag war, durften wir auch gratis, das sind so Probe-Mangas, mitnehmen. Also relativ unbekannt sind die wahrscheinlich, sind auch relativ dünn. Und dann halt jeweils, das war so noch ein Anhängerchen und so eine Postkarte und sowas durfte man sich noch mitnehmen. Aber das Krasse an diesem Poster, also das war der Gewinn, ist, was da drauf ist. Das ist etwas, das ihr wahrscheinlich alle nicht kennt, aber ich habe mich damals mal mit jemandem unterhalten, der diesen Manga kennt. Und der heißt Imhotep.
Und es ist ein super Anime, einer meiner liebsten, Quatsch, kein Anime, das ist ein super Manga, einer meiner liebsten Mangas überhaupt. Und davon gab es ein Poster. Und die kann man aber umdrehen. Also eine Seite hat Imhotep und die andere Seite hat einfach einer meiner liebsten Animes, und zwar Fairy Tail. Also eine Seite ist Fairy Tail, einer meiner liebsten Animes, und die andere Seite ist Imhotep, einer meiner liebsten Mangas. Und das hat mich voll gefreut. Ja, und Doc hat sich als Poster Soul Eater und... Imhotep ist übrigens beim Soul Eater. Ach, stimmt. Nee, Quatsch. Nee, da war es anders. Also insgesamt haben wir Soul Eater, Imhotep, Fairy Tail und... Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins, genau. Genau, bei Fairy Tail ist auf der anderen Seite Seven Deadly Sins gewesen. Ja. Jolly, hätten wir das gewusst, wären wir wahrscheinlich auch aktiv gewesen. Aber also wir sind einfach dran vorbeigelaufen und dann war da so ein Plakat vorne draußen. Das war's. Es war auch gar nicht riesig oder so, das war eigentlich recht klein. Ja. Hat einen dicken Sack am Hals. Also es war eigentlich so ein ganz, ganz kleines. Ups, das war mein Fehler. Ich hab schon wieder nicht aufgepasst. Schneller. Ja, und was hast du so getrieben, Sheridan? Heute hättest du dich aber nicht wohl gefühlt, Jolly. Boah, es war so die Hölle, es war auch kein Bock mehr. Nee, es war dann auch Demonstration, war zwischendrin. Da sind wir gar nicht vorbeigekommen. Alles voller Cops und Menschen. Dann waren sehr viele, in Anführungszeichen, religiöse Stände. Haben wir, glaube ich, 3 Stück gesehen, ne? Da war die Hölle los, ja. Also heute war einfach die Hölle los. Also heute war sehr, sehr viel los, ja. War sehr unangenehm. Cherubim, was hast du heute getrieben? Tell me. Mitte dein Leben ist schon wieder auf 30. Wir müssen ihn dann jetzt endlich mal schaffen, ey. Das regt mich so auf. Oh, in den Kurzurlaub? Wohin geht's denn, Cherubim? Voll geil, Cherubim. Alles klar, weiter. Das ist eine hervorragende Frage, Jolly. So stark haben wir nicht drauf geachtet, aber es gab so unter anderem so kostenlose Bibel. Also ich gehe mal davon aus, dass das sowas war. Aber dafür hast du kein kostenloses Poster von Imhotep. Oh, ich fotografiere euch das gleich ab. Wartet, ich zeige euch das nämlich gleich, weil es echt, ich finde es echt cool. Ich mache jetzt, hole schnell noch das Ei. Und dann wollte es eben schon abfotografieren. Habe ich vergessen. Obwohl, ich glaube, also ihr könnt euch ja vorstellen, dass es ein Poster ist. Moment. Ich muss jetzt erstmal das Ei. Oh, first try. Nehmen wir mit. Ja, also mit Mumien, oh hey, schau mal, wer abonniert hat. Ich kann jetzt kommen. Einen Moment. Ich heule echt ohne Scheiß. Hast nicht geschafft? Nein. Dann schau mal, wer dich gerade aufgemuntert hat. Kannst auch hier gucken. Sappy Boy, danke für dein Abo. Wie geht's dir so? Oh, voll süß. Danke, Zeffi. 6 Monate, that's so einfach cute. Schon 6 Monate, ne? Danke, Zeffi. Zeffi, du bist einfach der Süßeste. Genau, Dresden. Ui, was? Kurzurlaub in Dresden? Ja, warum nicht?
Hat das was mit der Mumie zu tun? Hat das einen Grund, warum Dresden? Imhotep, also Im ist, da geht's um einen ägyptischen... Oh, ich würde so spoilern, wenn ich jetzt irgendwas sage. Naja, sag, nein, nein, Imhotep stimmt ja. Es ist ein ägyptischer Priester. Und der hat aber vor tausenden Jahren gelebt und ist jetzt sozusagen in der Neuzeit und hat da Sachen zu erledigen, sozusagen. Und es ist echt cool. Aber egal, was ich sage, ich würde spoilern. Deswegen, wer das lesen möchte, Imhotep. Rate mal was, Maxi. Hab mir gerade Essen geholt. Rate mal was, Maxi. Ich weiß es, ich weiß es. Döner? Oder? Döner? Oder? Was oder? Ja, was gibt's noch? Teffi ist immer zwei Sachen. Falsch. Eine Pizza. Oder? Aber kein Döner. Oh. Nein, richtig. Hä? Falsch. Achso, er wollte nur, dass du... Dass aber Zeppi, Döner macht schöner. Du brauchst doch gar keinen Döner mehr. Nee. Verstehst du, weil du hübsch bist? Weil du hübsch bist. Ich hatte ja so gehofft, dass heute am Manga Day in der Buchhandlung vielleicht so Rabatte auf Mangas gegeben hätten. Ich wirklich, ich hätte mir einen gekauft. Einen bestimmten. Aber... gab's nicht. Stop it, you. Wer ist niedlich? Doch, wer ist niedlich? Ja, wer ist niedlich? Ja, wer? Ist das der Zeffi? Ist das Zeffi, der niedlich ist? Ja? Und er denkt sich, oh mein Gott, hör auf. Ah, ja. Der ist einfach abgehauen. Oh. Ja, was verschlägt dich nach Dresden, Cherubim? Also ist das einfach so ein spontanes Reiseziel oder hast du da Verwandte oder ist das so eine Klassenausflug oder irgendwas? Skedaddel, skedudel. Wie lass es dir auf jeden Fall schmecken, Zeffi. Ja, Mann. Guten. Genau, Jolly. Falls du tatsächlich mal Lust hast, diesen Manga zu lesen, es gibt den in unserer Bücherei. Du hast ja auch einen Ausweis. Nur falls du Interesse haben solltest. Schau. Fügt allen Gegnern leicht nicht Elementschaden zu. Danke, lange! Ey, das mit dem Max, mit dem Rad, das regt mich so auf. Ne? Ja. Angst, bist du noch da? Angst, are you there? Oh, Leute. Ja. Hast du schon rausgefunden, wie lange es ungefähr dauert, das Leben aufzuladen? Also, ist, glaubst du, das sind Minuten? Oder. Also, so wie ein Leben eine Minute? Oder hast du da schon irgendwie ein Feeling dafür? Ich habe mich jetzt noch nicht informiert, aber ich habe gedacht, ich frage dich einfach mal. Vielleicht hast du es ja schon gecheckt. Sollen wir jetzt mal zum rechten Wächterwald gehen? Wenn du läufst, geht es schneller. Ja, das habe ich auch gedacht, ne? So. Welches Level hat der da? Pookie. MVP Pookie. Ja, nimm mal 7 da vorne. Was bringt das Schein? Ich habe es übersprungen, weil ich dumm bin. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ah, dann sind sie weggeschleppt, glaube ich. Dann laufen sie weg. Flieht. In ja, die fliehen. Aber keine Ahnung, wie viel pro Minute, Stunde. Vielleicht informiere ich mich gleich mal kurz. Hast du Ding schon getroffen? Anjanas? Ich glaube, er hat sogar Ratjan getroffen. Ich habe vorhin mit Angst drüber gesprochen, aber irgendwie war ich sehr verwirrt an sich. Hä, wieso? Ich weiß nicht. Nope. Okay, das wird interessant. Dresden, weil die Freundin hin möchte. Schön! Da wünschen wir auf jeden Fall einen erholsamen Kurzurlaub in Dresden. Genießt es. Esst gut, schlaft gut. Ja. Trainiert gut. Die Schildkrötenschule wird immer bei euch da sein. Die Schildkrötenschule wird immer bei euch sein. Soll ich jetzt da reingehen? Ja. Beide nicht. Sorry, Marquis. Kommt noch.
Also den Rat habe